Willkommen zu einer weiteren Folge voll mit Nebenquests in Xenoblade Chronicles. Wir sind gerade im Grenzdorf und steuern Ricky. Denn unser nächstes Ziel ist Rickys vierten Charakterzug. Wie heißt er? Charakterzug Furchtsamkeit. Den wollen wir freischalten. Das dauert aber ein bisschen, denn die Quest dafür haben wir noch nicht verfügbar. Wir müssen jetzt anfangen mit den Quests im Grenzdorf. Ich gucke jetzt kurz mal ins Harmoniediagramm. Ich habe hier wieder mal die ganzen Noppons kurz angehandelt, damit die im Harmoniesystem auftauchen, aber die Verbindung noch nicht hergestellt werden. Hier, da habe ich in einer anderen Folge einfach nur, wie heißt sie? Pachipa angesprochen. Dadurch ist die Verbindung hergestellt worden, dass sie die Tochter von Gerugo ist, der sich auf dem Bein des Bayonis befindet. So, die anderen Noppons sind alle im Harmoniesystem. Und hier vorne haben wir auch schon Leku und Kilaki. Kilaki muss im Harmoniesystem sein, damit wir die Quest von Leku bekommen können. Fangen wir an. Der Kilaki, die beiden sind eigentlich beide, ich glaube, ziemlich verfressen. Und es geht darum, wer von den beiden stärker wird. Schwester von Kilaki hat zu viel Fleisch gefuttert, sind nun pleite. Wenn es so weitergeht, wird Leku nächstes Jahr Heldenpon. Oh je, großes Problem. Ja, auf jeden Fall sollen wir den jetzt Fleischkeulen besorgen. Autschi, autsch. 10 Fleischkeulen von Roptars. Also von den ganz normalen Roptar, die im Wald von Magna rumrennen. Wir haben zufälligerweise schon 11 Keulen. Das ist praktisch. Bibifax. So, können wir direkt abgeben. Lecker Fleisch. Vielen Dank, Freunde. Freu, Ricky oberglücklich. Einwandfrei. Werde heute alles verspachteln. Nein, Scherz, kleines Witzchen. Werde ganz sparsam sein. Ja, die Noppons sind schon ein witziges Völkchen. Das wäre auf jeden Fall jetzt erledigt. Sprechen wir kurz mit denen. Bruder von Leku, Faustschlag. Bruder von Leku, Flugtritt. Okay. Bratfleisch soll lecker schmecken, aber bald alles weg. Sprechen wir nochmal mit den beiden. Okay. Die haben anscheinend aktuell nichts weiter zu sagen. Liegt wohl daran, dass wir noch nicht so viele Quests hier im Grenzdorf gemacht haben. Da gibt es eigentlich noch weitere Quests, sind aber noch nicht verfügbar, da wir zu wenig Harmonie haben. Es ist ja meistens so, man muss den Bewohnern in einem Gebiet helfen, damit sich das rumspricht, dass man hilft. Und dadurch werden neue Quests verfügbar. Hier haben wir zum Beispiel Pikipi. Wuhu! Tausch! Nein, ich wollte eigentlich gar nicht tauschen. Macht der Gewohnheit. Ich wollte ihn anquatschen. Wawawa! Geist! Pikipi hört Geist! Fell vor Angst ganz bauschig. Ja, der hört die ganze Nacht irgendwie komische Stimmen. Und das sollen wir mal kurz untersuchen. Mission aktualisiert. Machen wir mal gleich aktiv. Mission. Finde heraus, woher die rätselhafte Stimme kommt. Wir müssen dafür auf Nacht schalten. Und runter ins Untergeschoss des Grenzdorfes. Tati. Viel zu kalt hier. Zu kalt für Stimme. Stimme macht wieder krächz. Kann Lied nicht ordentlich singen. Das arme, schöne Lied. Tati braucht eure Hilfe, Freunde. Braucht unbedingt Kutteltarnkleider. Könnt ihr daraus warme Decke für nachts machen. Oh, dafür muss man Kutteln besiegen. Und die Kutteltarnkleider haben wir bereits. Yippie, das ist es. Wirklich weich. Die Kutteltarnkleider und schön warm. Tja, dann holt er sich in Zukunft keine Erkältung mehr. Wow, Tati fühlt sich viel besser schon durch bloße Berührung. Oh, hört ihr Stimme schon wieder normal? Einwandfrei. So schnell kann es gehen. Können wir gleich mal gucken. Das ist nur Grenzdorf-Quest.
Ich versuche, ob ich das hinbekomme, auch ohne diese Grenzdorf-Mission von Grenzdorf-Bewohnern, die Quest für die Charakterzüge zu machen. Ansonsten machen wir das mal dann in einer separaten Folge. Hä? Ach so, ja. Die Zeit muss natürlich wieder zurückgestellt werden. Weil Piggy P ist nur tagsüber aktiv. Wuhu! Piggy P geht's wieder gut! Hom Hom hat Geist vertrieben! Hab super gut Heier gemacht! Freu, freu, Ricky oberglücklich! Ah, schlaf gut für Wachstum! Piggy P wird ganz, ganz groß werden! Mission erfüllt! So, und da haben wir auch schon die nächste Quest von Piggy P. Wisst ihr, wer bester Noppon ist? Heldenporn will alles wissen. Zack, zack, zack. Wie ihr seht, ist Ricky ein höchst heldenhaftes Individuum. Ihr könnt ihm beruhigt jedwede Sorge mitteilen. Ricky hat Gust. Melly versteht Ricky gut. Du, teil Sorgen mit. Heldenporn hilft. Das ist der Noppon-Weise am Wasserfall. Wenn ihr Noppon-Weisen einen Wunsch sagt, dann Geheimnis. Piggy P, glauben noch an Noppon-Weisen? Unschuldiger Jungporn, süß. Gibt wohl Noppon-Weisen. Freund hat gesagt, dass ihn bei Wasserfall gesehen. Wollt ihr Weisen treffen? Weiser liebt Essen, bringt ihm lecker Opfer. Erbeute von Chlorofleis am Aerith-Meer. 3 Portionen Fly-Rochenbrühe. Chlorofly. Sammle im Wald von Magna 4 Meteorgrillen. Haben wir bereits. Sammle im Wald von Magna 4 Weichseegurken. Haben wir auch bereits. Dann müssen wir jetzt kurz zum Aerith-Meer und ein paar Chlorofleis platt machen. Die Mission aktivieren wir mal. Ehre sei dem Noppon-Weisen. Gebietsliste. Aerith-Meer. Dann gucken wir mal. Chlorofly. Chlorofly gab es, ich glaube, nachts. Wir reisen mal zum Leuchtturm Syra. Und schalten auf Nacht. Ziel nicht gefunden. Die Chlorofleisch sind nämlich nur bei Nacht aktiv. Und da haben wir schon den ersten. Komm, her. So. Und hier haben wir schon. So. Erledigt. Das war schon mal die erste Fly-Rochenbrühe. Mal gucken. Offensichtlich ist hier noch eins. So. Leider keine Rochenbrühe. Klobrühe. Dann reisen wir einfach ganz schnell zur nächsten Insel. Was man natürlich jetzt auch machen könnte, wäre einfach nochmal zum Leuchtturm Syrah schnell reisen. Dann respawnen die Monster direkt. Das wäre fast schon, ich glaube, die schnellere Alternative. Aber wir können natürlich auch einfach zur nächsten Insel. Da vorne. Die Schabe Kirches haben wir noch gar nicht besiegt bis jetzt. Das können wir ja schnell machen. Das ging wieder sehr schnell. Und jetzt machen wir hier den Chlorofly platt.
Ja, von den Skills her bei Ricky kämpfe ich halt so. Jetzt rennt das weg hier. Oder fliegt weg. Ich hau halt die ganzen Damage Over Time Skills drauf. Oh, hier können wir voll einsetzen. Wenn wir es schaffen, die Aggro zu halten, also die Wut auf Ricky zu ziehen, ist Ricky böse. Echt ganz cool. Das wirft den Schaden, den Ricky bekommt, zweifach, vierfach oder selten achtfach wieder zurück auf den Gegner. Oh, da war jetzt noch eine Rochenbrühe dabei. Ist schon echt gut. Das Problem ist halt nur, es ist schwer, die Wut auf Ricky zu ziehen. Da braucht man schon echt viel Schaden oder aber Wut plus Juwelen. Gute Alternativen wäre da zum Beispiel die Heldenaura, die einen zufälligen Wert erhöht. Bleirochenbrühe, sehr gut. Mission aktualisiert. Jetzt sollen wir Pikipi Bescheid sagen. Grenzdorf. Pikipi war ja ganz unten. Können wir einfach zum Zentralplatz schnell reisen. So. Pikipi natürlich wieder nur tagsüber aktiv. Müssen wir die Zeit wieder umstellen. Da ist er. Super toll. Damit wird Opfer groß und lecker. Mission erfüllt. So. Das hätten wir schon mal. Nächste Quest. Opfer für Noppernweisen ist fertig. Bringt das dahin, wo Weiser ist. Alle Großbahn sollen wissen, dass es den Weisen wirklich gibt. Wenn Pikipi das sagt, glauben sie nicht. Bringt Opfer am Magnafall da, wenn Regenbogen zu sehen ist. Dann erscheint Noppernweiser. Annehmen. Noppernweiser kommt, wenn großer Regenbogen über Wasserfall ist. Ihr müsst zur richtigen Zeit gehen. Pipifax, gar kein Problem für Heldenporn. So. Dann müssen wir jetzt Gebietsliste. Wald von Magna. Wir müssen hier in die Nähe des Heiligtums. Denn der Noppernweise ist also erstmal aktivieren wir natürlich die Quest. Der schnellste Weg ist halt hier hin. Schnell zu reisen und dann nach diesem kleinen Tunnel ist ja auch schon zu sehen. Man muss nur gucken, dass es die richtige Zeit ist. So. Ich glaube, mittags ist schon richtig. Bin mir gerade gar nicht sicher. Später wiederkommen, okay. Die richtige Zeit ist wichtig, ich glaube. Wann war denn die richtige Zeit nochmal? Moment. Moment. Wo ist denn die Quest mit dem Noppernweisen? Audienz beim Noppernweisen. Gegen Mittag. Okay. Jetzt ist... Ah, da hinten. Seht ihr dieses Leuchten? 12 Uhr. Noppernweiser. Wuhu.
Habt ihr mich mittels dieser delikaten Opfergabe gefunden? Gerufen. Ich soll euch anerkennen und euch meinen Schatz überreichen? Was? Ihr seid für jemand anders hier? Pikipi will die Bitterkiwis essen können, die er so hasst? Nun, das ist leicht getan. Mehr will er nicht. Umba, umba. Pikipi. Okay. Der Wunsch wird gewährt. Kehrt zu Pikipi zurück. Okay. Oh. Ist ja witzig. Von dem kann man was ertauschen, lol. Ohnmacht extra und die Nopol-Rüstung. Bis Baldipon. Geht schon zu Pikipi. Okay, machen wir. Gebietsliste, Grenzdorf, Zentralplatz. Diesmal müssen wir, ich glaube, die Zeit wenigstens nicht umstellen, weil Pikipi da ist. Wisst ihr was? Wie? Was? Hab Bitterkiwi gegessen. Super lecker Schmecker. Das ging ja schnell. Hab Noppernweisen Pikipis Wunsch gesagt, nicht wahr? Es gibt Weisen. Pikipi wusste es. Und er ist mächtig. Jetzt kann Pikipi alles essen. Danke, Pon. Gut runter. Okay. Cool. Hab Bana erzählt, Freunde haben Noppernweisen getroffen. Bana hat gefragt, Pikipi glaubt noch an Noppernweisen? Behandelt Pikipon wie Minipon. Muss noch größer werden, muss noch höher beugen können. Kuriku. Pachipa, böses Mädchen. Nennt Kuriku Pummelchen. Muss dem Oberpon pesten. Kuriku fluffig und süß, sagt Mama Pon. Dürre Noppon gar nicht niedlich. Wo er recht hat. So, jetzt haben wir hier... Ah, Moment. Oder ist es hier in der Mitte auch Grenzdorfbewohnerin? Migaga. Oh, voll. Migaga. Quest. Machen wir. Zeitpilze im Dorf sagen uns, wie spät es ist, aber Zeitpilze geht schlecht, sagen nicht mehr richtige Zeit. Kein Noppern weiß mehr, wann Essenzeit ist. Große Gefahr. Migaga nicht mehr die Jüngste. Kommt nicht gut Treppen hoch. Bitte macht Zeitpilze heil. Spucken wie Wildsporn, deshalb leicht zu finden. Okay. Jetzt haben wir dreimal Zeitpilzdünger bekommen. Jetzt müssen wir auf der vierten, siebten und zehnten. Nee. Erste, vierte und zehnte Ebene müssen wir den Zeitpilz düngen. Okay, nächste Ebene. Auf dem Weg dorthin können wir ja kurz die Cherry zum Beispiel ansprechen. Oh je, Dober Dober, schon wieder böse mit Cherry. Okay. Cherry arbeitet für Dober Dober. Ah, wen haben wir hier? Dober Dober. Bin am Überlegen, wer Pollenfabrik nach mir leiten soll. Hab Kandidaten, kann mich aber nicht entscheiden. Ah, das müssen wir später noch übernehmen. Das müssen wir später noch machen. Oh, Zeitpilz gesund und munter. Ah, Moment. Gadada. Okay, Gadada hat gerade nichts zu sagen. Schade. Dann geht's weiter. Oh, sieht krank aus. So, der ist auch wieder fit.
frisch gedüngt. Haben wir hier? Oka, Frau. Uhu. Hallo Papa Pon, hallo Freunde. Lecker Happy mitgebracht. Die denken auch nur ans Essen. Genauso verfressen wie Ricky. Okay, außenrum. Leku. Vielleicht gibt es ja jemand, der uns adoptieren will. Kilaki noch viel zu jung dafür. Behelden von ja. Hm. Die Armen. Weniger futtern, mehr arbeiten. Moment, hier gibt's doch Poco. Platzmangel. Noppon aus Dorf verstehen Hokos Geschmackskreation nicht. Wen haben wir da? Lalapa. Wenn ihr in Dorf bleibt, versteht ihr unsere Lage. Noppon wollen in Frieden leben. Wer will das nicht? Da, Dino-Viecher, Mekon gibt viele schlimme Dinge an der Welt. Noppon müssen sich fernhalten, sonst ist friedliches Leben dahin. Ah, die halten sich alle so ein bisschen raus. Aber kann ich auf. Uiuiuiuiui. Okay. Uncool. Ja, reisen wir einfach zum Haus des Oberpon. Da sind wir gerade nämlich eiskalt runtergefallen. Lalapa, ich will überholen. Tja. Und so ist es hinter einem alten Menschen die Treppe hochzugehen. Okay, das war fies. Sorry. So, Mission aktualisiert. Bringen wir einfach in den Tod. So. Das ist das Coole am Gunsdorf. Man kann einfach runterspringen. So, Migaga. Zeitpilze, Anna wieder heil. Jetzt muss niemand mehr überfressen. Freu, freu. So, erledigt. Migaga können wir nochmal ansprechen. Männchenpon. Kofuku. Was? Womit anstoßen? Noppon Feuerwasser macht ganz warm ums Herz. Etwas süß, aber alte Migaga mag sowas. Aha, Feuerwasser. So, so, so. Olle Sufis. Okay, wen haben wir denn da in der Ecke? Niemand, okay. So, dann stellen wir mal die Zeit nochmal um. Kofuku. Seine Quest konnten wir vorher noch nicht machen. Die ist jetzt auch erst wieder verfügbar geworden. Hunger! Hunger! Oho, lächeln verkehrt herum. Da ist was im Busch. Pilze! Pilze! Will Pilze essen! Bringt ihr weiche Pilze, die gut schmecken? Seetangpilze wären gut. Habt ihr als Jungpon auf den Magna gesehen? Hab Riesenhunger. Brauche mindestens 8 Stück. Blaue Pilze, rote Pilze, Pilze rein in meinen Magen. Große Pilze, kleine Pilze. Kann ich alle gut vertragen. Los, bringt mir Pilze, schnell. Ja, okay, kein Problem. 6 Seetangpilze haben wir bis jetzt. Ja, jetzt haben wir 2 Möglichkeiten. Entweder suchen wir die natürlich. Missionsbuch, weiche Pilze, aktiv. Entweder können wir die suchen. Oder wir gucken einfach kurz ins Harmoniediagramm, ob die jemand vertauscht. Was für Pilze waren das nochmal? Seetankpilz. Lalapa. Seetankpilz. Hä?
Wo war ein Lalapa nochmal? Lalapalooza. Lalapa, da. 6 bis 18 Uhr. Haus des Oberpon. Okay. Gebietsliste, Grenzdorf. Hoch zum Haus des Oberpons müssen wir. Da. 6 bis 18 Uhr soll er aktiv sein. Deswegen müssen wir die Zeit dementsprechend umstellen. Und, ja, tauschen. Nein, nicht Schnellreise, sondern tauschen. So, Seetangpilz. Nice. Guck mal hier, was haben wir denn? Feuerelement? Nö. Nö. Tauschen wir einfach mal Truppenrettich. Nice. Tauscherei vorbei. So, nochmal. Und hier eine Ätherpflaume. So, Tauscherei vorbei. Oh oh. Oh oh. Uiuiui. Ui, ui. Knappe Sache. So, jetzt haben wir Kokokokokofuko. Bericht erstatten. Dafür müssen wir den natürlich die Zeit wieder umstellen. Der ist ja nachtaktiv. Da ist er. Ah, Pilze sehen weich und leicht zu kauen aus. Endlich wird Bauch gefüllt. Aber solange Zähne kaputt sind, kann Kofuku nichts Gutes essen. Muss restliches Leben Weichfraß essen. Schade, schade. So, aber da kriegen wir noch eine Quest. Aber schade, dass Zähne nicht austauschbar sind. Noppern sind eigentlich sehr hart. Stolz, der Noppern. So, aber es gibt da wirklich die Möglichkeit, dem, ich glaube, Zähne zu besorgen. Okay, ich glaube, hier ist gerade keine Quest. Aber wir können ja kurz mal mit Tati reden. Schubidu, knurrt der Magen. Latti Tati. So, stellen wir die Zeit nochmal um. Ja, wir brauchen halt diverse Verbindungen. Wen haben wir denn da? User. Hopp, hopp. Autsch. Meine Knie, denen geht's nicht gut. Wegen Kälte. Media hat Frechheit besessen, mir Ratschläge zu geben. Körper heilt sich selbst. Dumme Maschinen, überflüssig. Entenpaar. Dr. User ist einer der besten Noppernärzte. Geh oft zu ihm. Weiß aber nicht, ob er besser ist als ein neuer Arzt. Dr. Medi ist neu hier. Versteht sich gar nicht gut mit Dr. User. Gar nicht gut. Dr. Medi ist jung, aber weiß schon viel. Und ist verlässlich. Tja, und damit haben wir schon wieder neue, Verbindung. Und ich bin mal gespannt, ob diese Verbindung ausreicht, damit wir eine Quest von Medi bekommen. Hm. Mal gucken. Rascher. Wenn ich den See hier sehe, muss ich an meine Schwester denken. Wenn sie noch im Leben wäre, wäre Sheld nicht so schief. Seit ich wieder hier bin, läuft mir da und die Nase. Haben die noch was zu erzählen? Muss größer werden. Okay. Hat nichts Neues zu erzählen? Dann werden wir die nächste Ebene besuchen. Medi ist nämlich meistens neben dem Shop. Okay, da ist niemand.
Nee, Meli steht gerade gar nicht hier. Meli ist zu einem anderen Zeitpunkt da. Mama. Okay. Da ist Meli. Ich halte hier täglich nach Schnäppchen Ausschau. Sag mir Bescheid, wenn ihr etwas Seltenes findet. Okay. Offensichtlich noch keine Quest in petto. Guck mal, was das Harmoniediagramm sagt. Mitte des Billionis nach wie vor noch ein Stern. Also noch nicht wirklich vorangekommen. Dedeba. Ich jetzt zwar schon. Fangen wir mal von oben an. Ja, manchmal werden Quests auch erst verfügbar, wenn man halt mit den entsprechenden Charakteren geredet hat. Aber da, Marmala. Sogar Sonne ist böse zu Marmala. Greift Marmala an und macht schwindelig. Ach, nur Mond und Sterne sind nett zu Marmala. Ah, die hat's auch nicht so einfach. So, wen haben wir hier? Pelopelo. Lalapa, großer Nervbahn, will Pelopelo immer scheuchen. Pelopelo wird doch müde, wenn Arbeit zu hektisch. Auch wenn Pelopelo mehr Arbeit bringt, nichts bleibt gleich. Davon wird Pelopelo auch kein Heldenporn. Okay. So. Man kann auch gemächlich arbeiten. Ja. Auch eine Schildkröte kommt ans Ziel. So, schauen wir mal, was hier. Grenzdorfbewohner wieder. Eine Quest. Okay, Moment. Zeit einstellen. 12. Okay, 12 war nicht gut. 10 Uhr. 18 Uhr sieht schon nice. Oh, mega geil. Ah, Dabi Dabi. Ja, mit dir wird mit dreifachen Salto vom Brett springen. Hab kleinen Körper, aber für Springen leicht. Mut. Was Dabi Dabi noch sagen, um Zeit zu schinden? Das Wort Mut fehlt in Dabi Dabis Wörterbuch. Uiuiui. Doch nicht so viel Mut. Okay, keine Quest. Lupa. Opa von Satata hat mir schönes Haus geschenkt. Satata ganz auf seine Forschung konzentriert, sagt, das Dorfleben zu langweilig für ihn ist. Deshalb ist Satata ganz oft weg. Die Arme. Alleingelassen vom Opa von. Benz Dorfbewohner. Modamo. Soll ich lachen oder weinen? Weiß nicht. Sei guter Helden von Ricky. Nicht mich enttäuschen. Ricky. Oh, hier. Rono. Hallo. Hallo Freunde, kennt ihr Mixer? Ist angeblich praktisches Hom-Hom-Gebrauchsdings. Will auch einen Mixer haben. Muss mit Hom-Hom sprechen, der sich mit Maschinen auskennt. Hä? Okay, Moment mal. Gruppe? Schulk? Schulk kennt sich mit Mixer aus. Hallo Freunde, kennt ihr Mixer? Ist angeblich gespannt. Will auch einen Mixer haben. Worum genau geht es denn? Freund von Rono hat große Bestellungen aufgegeben. Viele Kuchen. Rono braucht einen Mixer, um alles rechtzeitig fertig zu kriegen. Du willst einen Mixer? Nun, mit den richtigen Teilen könnte ich dir einen herstellen. Wirklich? Hom Hom baut einen Mixer für Rono. Ja, bitte, bitte, bitte. Oh,
liebe Freunde, Runos Traum von Mixer wird wahr. Runo bereitet schon mal alle Zutaten vor und wartet hier. Gut, ich kümmere mich darum. Erbeute von Mekon M64 auf dem Bein von Bionis. Zwei alte Drehachsen haben wir. Erbeute von Mekon M53 auf dem Bein von Bionis. Alte Platinen haben wir. Wenn ihr die noch nicht habt, einfach zum Bein des Bionis gehen. In der Nähe des großen Sees. Quest aktivieren, dann wird euch das schon angezeigt. Mit Mixer wäre Kuchenbacken so viel einfacher. Moment mal. Ich glaube, ich muss nach Kolonie 9, oder? Ja, okay. Ich muss jetzt erstmal nach Kolonie 9 ins Labor. Und ins Forschungslabor. Und dort den Mixer zusammenbasteln. Aber alles kein Problem. Schulk, unser Technik-Genie. Wo ist er? Perrine kann man, ich glaube, später nach Kolonie 6 einladen. Ich habe schon lange nichts mehr gebaut. Ich hoffe, ich bin nicht sehr eingerostet. Ach, das macht er doch mit links. Fertig. Ist mir besser gelungen, als ich gedacht hätte. Spezialmixer. Einwandfreie Gebietsliste. Ab zum Wald von Magna. Der Rono... Oh, nee. Wald von Magna, das war falsch. Grenzdorf. Wo war denn der Rono nochmal? Pollenfabrik, glaube ich. Jupp. Yippie, Ronos Mixer ist fertig. Rono muss nur noch diesen Knopf drücken und brrr, richtig. Brumm. Mixen, mixen, weiter mixen. Ronos Mixer ist so praktisch. Werde sofort Süßigkeiten für Peppa zubereiten. Sehr schön. Einwandfrei. Spreche ich mal kurz mit Rono nochmal. Pollenkugeln. Harmoniediagramm. Nach wie vor ein Stern leider. Katzenjammer. Tati. Haben wir da? Sherry. Pelu Pelu. Kofuko. Normale Ehe. Oh. Peppa. Ah. Da, die beiden. Dann müssen wir jetzt weiter gucken. Zeit einstellen. 0 Uhr. Nein. Zeit einstellen. 13 Uhr. Nach wie vor nichts Neues. Oh oh, oh oh. Ziel. Rascher. Moment. Um diese Zeit des Jahres ziehen die Magna die Raubs rum. Irgendjemand muss sich um dieses Ungeziefer kümmern. Ja, voll und ganz. Also, Schulk redet jetzt komisch. Wenn ich könnte, hätte ich schon längst vertrieben. Magna die Raubs. Kammerjäger ohne Gnade. So, kümmern wir uns drum. Wir können ja schnell wieder Ricky aktivieren. Der ist ein bisschen schneller zu Fuß. Dann werden wir die Quest mal kurz aktivieren.
und Gebietsliste Wald von Magna, die Blumenwiese. Die Blumenwiese, gelbe Blumenwiese ist hier hinten. Schnellster Weg, Leuchtmoossäulen. Und von dort aus dort schnell hinrennen. Und die Magna G-Raubs platt machen. Ja, regnet mal wieder. Bestes Wetter. Nach wie vor, mir fehlt ja immer noch, Moment, Sammel-Items, Collecticon, mir fehlt immer noch im, oh, jetzt fehlen mir noch mehr Sammel-Items, weil ich die für Quest benutzt habe, aber mir fehlt nach wie vor der Fossilaffe. Fossilaffe ist ein mega, mega seltenes Item und kann man, wenn man Mitte des Bionis 2 oder 3 Harmoniesterne hat, kann man sich den Fossilaffen ertauschen. Da ist eigentlich dann ganz gut, wenn man... Hä? Warum kommt denn jetzt nur einer? Geht doch. So, jetzt machen wir es ganz einfach. Sehr gut, alle erwischt. So, 3 Stück haben wir schon mal. Aber es ist ja schon witzig, wir sollen jetzt Magna die Raubs platt machen, weil die sich überwiegend in der gelben Blumenwiese aufhalten und die Pollen aufwirbeln. Und durch die Pollen, ja, also das soll quasi gegen die Pollenallergie helfen. So. Hallo? Mitnehmen. Ich glaube, den Dierraubsaft, den braucht man sogar dann für irgendwas. So, Quest abgeschlossen. Jetzt können wir Sherry Bescheid sagen. Achso, Sherry war ja unten. Sherry, Sherry. Noppon. So, ab zu Sherry. Sherry ist aber gar nicht da. Mal die Zeit kurz umstellen. Wir sollen ja Sherry Bescheid sagen. Wir sollen gar nicht der Auftraggeberin Bescheid sagen, sondern wir sollen Sherry Bescheid sagen. Minana? Yes! Minana? Bruderpon, Spitze des Bionis. Aha. So, Sherry? Nee. Du bist kein Sherry. Du bist Sherry. Ihr habt Magna die Raubs besiegt? Woher wusstet ihr? Ach, Rasha hat euch bestimmt geschickt. Sagt ihr, sie soll sich um eigenen Kram kümmern. Ach stimmt, Magna die Raubs, die haben ja ihre Mom gekillt. Uiuiui. So, wieder runter. Ja gut. Das kurze Stückchen können wir auch laufen. Autsch.
kann man rascher Bescheid sagen. Gute Arbeit, vielen Dank. Das ist eine Sorge weniger. Cherry hat gesagt, ich soll mich um eigenen Kram kümmern. Ach, wirklich? Manchmal ist sie noch wie ein kleines Kind. So, quatschen wir nochmal kurz mit ihr. Jetzt scheint es weniger Magnadiraubs zu geben als letztes Jahr. Irgendwas liegt in der Luft. Ich hoffe, es passiert nichts Schreckliches. So. Ich weiß gerade noch nicht. Ah, Gruppe. Schala aktivieren. Nein. Gebietsliste. Ensdorf. Man sieht leider nicht, wessen Quests das sind. Oha, Schala ist ja richtig lahmarschig unterwegs. Weil die hat halt überhaupt gar keine Bewegungsgeschwindigkeit plus. Okay. Gebietsliste, Grenzdorf. Noch mal ein bisschen höher. Am besten das. Nee, das. Von Rickys Haus kommen wir, ich glaube, am schnellsten machen. Leku. Leku hat eine neue Quest, okay. Aber wir machen mit den Quests, mit den Nebenquests in der nächsten Folge wieder. Ich will mir in der Zwischenzeit mal aufschreiben, welche Quests wir bis jetzt erledigt haben und welche wir noch ungefähr machen müssen, um die versteckten Charakterzüge freizuschalten. Denn hier im Grenzdorf kann man zum einen den Charakterzug von Ricky freischalten, zum anderen den Charakterzug von Schala. Ja. Dafür muss man halt schon einiges an Quests erledigen. Ich guck noch mal ganz kurz. Ne, nicht Collecticon. Ich wollte im Harmoniediagramm gucken. Wir sind nach wie vor bei einem Stern. Ich guck mal, was noch an Quests verfügbar sind. Ansonsten müssen wir die Mission machen, um auf 2 Sterne zu kommen. Weiß ich noch nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall im Let's Play oder in der nächsten Folge mit Nebenquests. Ciao, Kakao.